Willkommen, liebe Freunde, zur Vorhersage des Streckensegelflugs für den Modellflug in der Freeglide League. Und ja, das Pfingstwochenende wird ziemlich durchwachsen sein. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Durchwachsen mit Starkregenereignissen, sowie auch mit einem großen Bereich, der mit Regen beaufschlagt wird hier in Europa. Und das ist jetzt das Wetter am Samstag, wo die Regenwolken ausfallen werden. Und seht, es gibt kaum Bereiche, wo man sagen kann, es gibt großflächig keinen Regen. Aber das Wetter wird besser zum Montag. Schauen wir uns aber dennoch die kleinen Lücken an, wo gut geflogen werden kann. Zum morgigen Tage, Samstag. Dazu scrollen wir ein bisschen rein. Also, unten in Spanien ist sehr gutes Wetter. Dann haben wir hier in Frankreich auch in diesem Bereich gutes Wetter. Gehen wir mal in die Alpen hinein. Ihr seht, dass die Alpen ziemlich beaufschlagt sind mit Regen. Aber direkt dahinter haben wir ja das Voralpengebiet, also eine Linie hier von Wien, Salzburg bis zum Bodensee rum, bis vor die Schwäbische Albkante. Das ist ein Gebiet, in dem gut geflogen werden kann. Schauen wir uns mal die potenzielle Flugdistanz an. Ja, das sagt auch das Gleiche so aus. Wir gehen mal in die lokale Vorhersage hier zwischen Kirchdorf am Inn und München. Da seht ihr, wir haben hier eine hohe Bewölkung erst am Nachmittag da, auch mit Regen, aber wir haben knalle Thermik bei wenig Wind. Aus das sind das südliche Richtungen und gut nutzbares Gebiet. Gehen wir in Richtung Aalen-Elchingen an die Albkante. Da ist knalleblauer Himmel mit guter Thermik, aber bei höheren Windgeschwindigkeiten schon so 4 Meter pro Sekunde. Also man müsste hier mehr in dieses Allgäu hinein. Da haben wir geringe Windgeschwindigkeiten bei hohen Steigwerten. Also klasse Flugwetter dort. Und je mehr wir jetzt zum Beispiel da ins Klippenbeck kommen, umso stärker wird der Wind, sogar in Böen noch sehr hoch. Das ist für uns Modellflieger nicht mehr zuträglich. Also das Gebiet hier unten ist bevorzugt. Deggendorf, Straubing. Ja, und da werden aber die Windgeschwindigkeiten schon höher. Also es ist ein kleines, begrenztes Gebiet, was wir hier in Deutschland gut nutzen können. Wir haben unten in Spanien sehr gute Werte und auch in Frankreich. Dort ist es auch wunderbar und bei wenig Wind zu fliegen. Gehen wir runter nach Spanien. Auch gut, da haben wir gar keinen Wind, da knallt es richtig. Und hier auch relativ wenig Wind, aber bei irren Steigwerten, Blauthermik, die später gekennzeichnet ist. Aber die Wolken sind sehr hoch, da sind aber auch die Abstände zwischen den Werten auch sehr groß. Ja, ihr Lieben, soweit erstmal die Übersicht für den Samstag. Wie ändert sich das Wetter denn dann zum Sonntag? Sonntag haben wir ein breiteres Band jetzt, was fliegbar ist bis hoch nach Berlin. Und zwar von Nantes an, von der Küste Frankreichs, La Rochelle, über Straßburg, dann kommt hier Schwarzwald, dann Schwäbische Albkante. Und hier sieht man auch, wie der Wind aus westlichen Richtungen hier hoch geht. Und vor den Alpen haben wir was Rückläufiges hier. Dann haben wir auch dort windstillere Gebiete, die uns die Thermik nicht so zerreißt. Gucken wir uns das mit den Thermikverhältnissen mal an. Sehen, dass hier oben gestört die Thermik ist durch Wind, also zerrissen. Das lässt sich dann nicht so gut zentrieren, die Bärte, aber das ist schon mal ein gutes Gebiet hier von.
bei wenig Wind in der Nähe von Landshut gehen wir jetzt an die Schwäbische Alb. Dort haben wir den Wind aus Westen, also die Westhänge sind dort gut angeströmt und wir haben knalle Thermik. Also der Mix ist fantastisch. Gehen wir runter in die Vogesen. Dort ist es auch wunderbar, auch bei einer westlichen Strömung sehr gut zu fliegen. Frankreich oberhalb von Dijon haben wir wenig Wind und gute Thermik. Also es wird zum Sonntag in diesem Gebiet gut fliegbar sein. Alles, was oberhalb ist, ist verwirbelt und mit Schauern durchsetzt. Also eine Linie von Luxemburg bis Prag über Frankfurt, Würzburg nach oben wird nicht gut fliegbar sein. Wie sieht es denn dann für Montag aus? Montag haben wir mit schlagartig hier von der südwestlichen Strömung eine südöstliche Strömung. Und der hat richtig so um 90 Grad gedreht. Was sagt uns das jetzt bezüglich der potenziellen Flugdistanz? Wir haben dann schönes Wetter hier in Dresden, dann rüber nach Polen, Tschechoslowakei und Österreich ist hervorragend. Bis in Köln, in der Bucht, Luxemburg, Frankfurt, klasse. Hier unten wird es wahrscheinlich durch den hohen Wind, der jetzt parallel der Alpen entlang geht, nicht gut sein zum Fliegen. Da gehen wir gleich nochmal näher rein. Also bevorzugt wird die, was vorher bevorzugt war am Sonntag und Samstag, wird sich hin umkehren zum Montag. Dafür werden die anderen Gebiete sehr gute Streckenverhältnisse teilweise haben. Hier südlich von Berlin, in Richtung Dresden, Leipzig, Göttingen, in Richtung Amsterdam, Antwerpen, Luxemburg, Belgien hört schon auf, Frankreich ist dann nicht mehr so gut wie am Vortage und hier ist das Wetter ausgefallen, hätte ich beinahe gesagt. Ah, da ist auch Knallerwetter hier unten, aber hier kämpft quasi Seewind und Landwind in diesem Bereich, der hier Tortosa, nee, Tortosa ist hier. Man sieht, dass hier die Gebiete sich großflächiger darstellen, indem gut geflogen werden kann. Gehen wir ein bisschen mehr ins Lokale hinein. Einfach mal das Gebiet ausgeschaut hier um nördlich von Nürnberg. Dort haben wir eine hohe Bewölkung, geringe Windgeschwindigkeiten am Boden und gute Thermik. Also es lässt sich dort gut fliegen. Gehen wir mal in den Bereich nördlich von Frankfurt. Ähnliches Bild, Wind ist ein bisschen stärker, aber noch stärkere Thermik. Gehen wir in Richtung der Grenze Deutschland zu Holland und Belgien, da liegt das Wetter ähnlich gelagert, nicht mehr so starke Steigwerte, aber gut fliegbar für uns in der Freeglide League. Also da haben wir ein wirklich schmales Band. Jetzt ist Berlin leider nicht so gut, ziemlich durchwachsen, wie ihr seht, bei auch geringen Windgeschwindigkeiten, ist aber auch fliegbar, ist aber mit Regen durchsetzt, was wir einfach mal sagen können, es fängt so an, Frankfurt oder schön zu werden, man müsste jetzt am besten nach Cottbus fahren, noch besser hier unten nach Hoyerswerda in die Ecke, da lässt sich dann sehr gut fliegen, das ist dann ein fantastisches Wetter jetzt für diejenigen, die in den Berliner Raum fliegen. Leipzig, hier ist ein gutes Gebiet. Braunlage, das ist das beste Gebiet jetzt, das wir so rauspicken könnten, bei einigermaßen nutzbarem Wind noch, der vielleicht auch auf die Hänge dort gut drauf knallt im Brocken, also das ist in der Nähe vom Brocken. Und schauen wir uns mal nochmal ganz zum Schluss die Vertikalprofile in diesen besten Gebieten an. So, jetzt gehen wir mal hier nach Steinach, Lauscha. Da haben wir wirklich sehr gute Steigwerte. Ab 12 Uhr
bis 16 Uhr mit 2,60 Meter in den Höhlen von über Grund. Was ist denn das hier? 57 Meter. Dann kann man hier ja bis 1500 Meter können wir dann fliegen über NN. Das heißt, über 750 Meter über Grund. Und da haben wir einen wirklich knall, das beste Wetter so in der Höhe von, na, schon 250 bis 500 Meter haben wir hier einen Zeitraum von 12:30 Uhr bis 16 Uhr, wo wir wirklich richtig über diese 3 Stunden nageln können, hohe Schnittgeschwindigkeiten erreichen können. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Vorhersage. Ihr seht, man kann auch etwas Gutes hier finden in den nächsten Tagen, auch wenn es zurzeit nicht danach aussieht. Das Wetter wird wesentlich besser werden. Und wie sieht es Richtung Dienstag aus? Da kommt von Osten her das Wetter rein. Aber ihr seht, das ist hier alles nicht so richtig fliegbar. Ich vermute, das Wetter wird so in Richtung Juni, Ende Mai, Juni sich dann so durchsetzen, wie wir es immer haben, jährlich, dass da wirklich die guten Wetterlagen kommen. Also der Winter ist bald ausgekehrt, beziehungsweise der Frühling geht in Richtung stabilere Thermiktage über. Ich wünsche euch viel Spaß. Achtet aber auch noch auf den KP-Wert. Der KP-Wert ist der Wert, den wir bei den Sonneneruptionen haben. Ich suche das mal ganz kurz raus. Prognosis KP-Index. Wir haben Sonneneruptionen. Und KP-Werte, die sagen uns, dass auch atmosphärische Störungen stattfinden, die sich nicht aufs Wetter, sondern auf die Funkübertragung, also GPS-Funk, auswirken können. Wir hatten ja in den letzten Tagen, Vatertag war das sehr hoch, der KP-Wert. Kümmert euch ein bisschen drum, was das bedeutet und wann. Die Sonneneruptionen sind ja schnell hier bei uns. Wir haben hohe Sonnenaktivität gerade und mit den Eruptionen und die senden Plasma ins All aus und das trifft auch die Erde. Und wenn die Erde getroffen wird, gibt es ja die wunderschönen Nordlichter, die ja teilweise jetzt bis in den Süden von Deutschland zu sehen waren und wunderschönen Abendhimmel zauberten, wo das Magnetfeld quasi angeregt wurde. Aber es hat auch die Nachteile, dass die Funkübertragung auch gestört werden kann. Wenn es ganz hoch ist, kann sogar Elektronik zerstört werden. Also das haben wir bisher nicht erreicht. Schaut aber rein, wir haben eine hohe Aktivität. Und wenn die Vorhersage sagt, Mensch, wir haben, da kommt jetzt eine Sonneneruption auf uns zu in den nächsten Tagen und mit einer erhöhten Aktivität, seid auf der Hut, das kann auch dann auch zu Abstürzen führen. Ich bin selbst am Vatertag geflogen, mir ist nichts passiert, da waren hohe KP-Werte. Aber wenn die KP-Werte noch weiter hochgehen, dann kann es kritisch werden. Man muss sich dessen bewusst sein. Nur so als Tipp am Rande. So, fliegt schön. Ihr habt wirklich am Montag ein fantastisches Wetter überall. Samstag ein tolles Wetter im Voralpengebiet. Sonntag ein bisschen oberhalb. Dann ein bisschen die Frankfurter Linie. Also oberhalb von der Schwäbischen Alb bis Frankfurter Linie ist, das sind da gute Steigwerte und Strecken zu erwarten. Haut rein. Ich wünsche euch hohe Schnitte, tolle Geschwindigkeiten, hohe Strecken und gute Ausdauer. Bis dahin, euer Stefan. Lieben Gruß aus Berlin.